Wenn du ein iPhone bei eBay kaufst und es einen Passcode und eine Apple ID mit Mein iPhone suchen aktiviert hat, wird die Aktivierungssperre angezeigt, wenn du es einrichtest. Aber was tun, wenn du den Passcode nicht weißt? Keine Sorge, in diesem Video zeige ich dir, wie du die Aktivierungssperre ohne Anmeldedaten entfernen kannst. Zunächst werde ich dir zeigen, wie du dieses Problem mit iTunes lösen kannst. Nachdem du iTunes geöffnet hast, verbinde dein iPhone mit deinem Computer. Klicke auf Wiederherstellen. Wähle dann Wiederherstellen und Aktualisieren. Lade die Firmware. Dein iPhone wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sobald wir uns mit dem Netzwerk verbinden, erscheint die Aktivierungssperre. Verwenden wir FormiKey, um dies zu beheben. Schließ dein iPhone nach dem Herunterladen an den Computer an. Klicke auf die Starten-Taste. Um die Aktivierungssperre zu umgehen, muss das Gerät zunächst jailbreaken. Das Gerät wird zunächst in den Wiederherstellungsmodus gesetzt, um eine Beschädigung des Dateisystems zu verhindern. Folge dann den Anweisungen, um das Gerät in den DFU-Modus zu versetzen. Klicke auf Starten. Halte dann die Leiser- und die Einschalttaste für etwa 5 Sekunden gedrückt. Nachdem du die Einschalttaste losgelassen hast, halte die Leiser-Taste noch etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät erfolgreich in den DFU-Modus wechselt, wird der Bildschirm komplett schwarz sein. Das Gerät ist nun jailbroken. Klicke auf Starten. Folge nun den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein iPhone wieder in den DFU-Modus zu versetzen. FormiKey entfernt die Aktivierungssperre von deinem Gerät. Dieser Vorgang wird 5 bis 10 Minuten dauern. Die Aktivierungssperre wurde nun entfernt. Wenn die Optionen für Daten und Datenschutz angezeigt werden, wurde der Dienst Mein iPhone suchen entfernt. Erstelle weder einen Passcode noch Touch ID oder Face ID. Du kannst die Anmeldung mit deiner eigenen Apple ID überspringen und direkt zum Homebildschirm gehen. In den Einstellungen sollte dann zu sehen sein, dass der Apple Account gelöscht wurde, was bedeutet, dass auch Mein iPhone suchen deaktiviert wurde.